Turbulente Zeiten im Bankensektor, trotz Krise auch Expansion. Liquiditätshilfen von über 100 Milliarden Franken für die UBS. Die Schweizer Nationalbank SNB unterstützt die Übernahme der Credit Suisse mit Liquiditätshilfen von 100 Milliarden Franken. Die UBS zahlt für die Übernahme der Credit Suisse 3 Milliarden Franken oder 0,76 Franken pro Aktie, was einen deutlichen Abschlag gegenüber dem letzten Börsenwert bedeutet. Auch die Schweizer Regierung unterstützt die Übernahme und sichert Übernahmerisiken im Umfang von 9 Milliarden Franken ab. Allerdings greift diese Absicherung erst ab einer noch unbekannten Grenze. Bis zu dieser Grenze trägt die UBS die Verluste. Die Entscheidung der SNB und der Schweizer Regierung, die Übernahme zu unterstützen, kollidiert eigentlich mit den geplanten Vorsätzen nach der globalen Finanzkrise. Nach der Finanzkrise sollten eigentlich verhindert werden, angeschlagene Banken zu stützen, weil sie too big to fail sind, also zu groß, um pleite zu gehen. Auch die Finanzkommissarin Mel Reid McGuinness erklärte im EU-Parlament, dass man aus der aktuellen Krise lernen müsse. Community Bancorp übernimmt Signature Bank. In den USA hat die Eigenlagensicherung FDIC einen Käufer für die Signature Bank gefunden, die ebenfalls wie die Silicon Valley Bank pleite gegangen ist. Der Großteil der Einlagen und ein Teil des Kreditportfolios werden mit der Community Bancorp mit Sitz in New York übernommen. Die bisherigen Filialen der Signature Bank werden nun unter der Marke Flexstar Bank operieren, welche ein Tochterunternehmen der Community Bancorp ist. In den USA sind aktuell die Einlagen bis 250.000 US-Dollar versichert. Ein großes Problem war jedoch, dass die Mehrheit der Kunden der Signature Bank waren, die über 250.000 Dollar an Einlagen hatten. Ja, auch Blackstone expandiert in Deutschland. In Deutschland baut der Finanzinvestor Blackstone sein Engagement weiter aus und eröffnet ein neues Büro in Frankfurt am Main. Derzeit hat Blackstone in Deutschland Eigenkapitalinvestments von über 7 Milliarden Euro und weitere 5,6 Milliarden Euro an Finanzierungen. Blackstone hat in Deutschland vor allem Logistikimmobilien im Blick, wie der Deutschlandchef mitteilte gegenüber der Presse. Vielen Dank, dass Sie reingeschaltet haben. Über ein Like und Kommentar, wie sehen Sie die Situation? Stehen wir vor einer neuen Bankenkrise oder wird es einfach durch Herausgabe von neuen Geldern einfach plattgebügelt? Auch über ein Abo würde ich mich sehr freuen. Das ist generell kostenlos hier bei YouTube. Vielen Dank, dass Sie reingeschaltet haben. Bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis zum nächsten Video auf diesem Kanal.